Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute Abend geht es um die Klimablockaden, die relativ schnell gelöst worden sind in Berlin und in München. Weiter geht's mit Austrian Airlines, die keine 320neos zusätzlich zu denen, die eingeplant sind, bekommt. Nämlich die Schwester Brussels macht weiter und bekommt damit auch eine Flottenerweiterung. Die FAA fordert für den Airbus A321XLR Änderungen am Rear Center Tank, am RCT. Weiter geht es dann mit den britischen Grenzbeamten. Die wollen streiken über Weihnachten und dann sogar bis Silvester. Und wir haben einen Hilton-Deal für euch. Punkte kaufen mit 100% Bonus und vergrößertem Punktebasis, wo ihr kaufen könnt. Und natürlich auch ein Deal nach Punta Cana mit der Eurowings in der Business Class. Mein Name ist Lars Korsten, auch heute mal im feinen Zwirn für euch. Mehr Meilen, mehr Punkte und ja, vor allem mehr Status. Ich muss zur Weihnachtsfeier. Ich mache in 45 Minuten all das, was ich normalerweise sonst für euch um 19 Uhr mache. Aber damit ihr um 19 Uhr eure tägliche Dosis von mehr Meilen, mehr Punkten und mehr Status bekommt, nehme ich es auf, mache es und renne dann auch direkt los. Hier ist es ja 17 Uhr, was deutscher Zeit 16 Uhr ist. Ihr seht, alles eng getaktet für euch. Denkt aber dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und vor allem ganz, ganz wichtig zu kommentieren. Ich werde diese Kommentare auch unterwegs auf meinem iPhone euch beantworten, wenn ihr um 19 Uhr anfangt zu schreiben. Und wichtig ist, Kanalmitgliedschaft unterstützt den Kanal, so wie viele von euch das tun. Dafür bin ich sehr dankbar. Das erste Thema, was wir haben, sind die Klimablockierer, nennen wir es einfach mal. Warum? Weil sie blockieren Straßen, sie blockieren Flughäfen. Und sie blockieren heute und seit mehreren Tagen schon Flughäfen. Sie haben heute in München die Südbahn versucht zu erreichen, haben sie nicht geschafft, weil die Polizei sie erwischt hat, Gott sei Dank. Dann in der Nordbahn sind sie dann so weit gekommen, dass sie sich auf dem Taxiway ankleben konnten, soweit ich das verstanden habe. Aber das Thema ist relativ schnell beendet worden. Der Flugbetrieb am Flughafen München läuft uneingeschränkt weiter und man hat es dann auch komplett wieder die Landebahn freigegeben, die nördliche. Denn sie sind wirklich sehr schnell von der Bundespolizei entfernt worden. Anscheinend hat die Polizei jetzt Speiseöl oder ich weiß gar nicht, was man für Kleberentfernungen nimmt dabei. Also quasi wie bei der Bundeswehr am Mann. Auch weil die südliche Start- und Landebahn durchgehend in Betrieb war, habe es keine Annullierung von Flügen gegeben. Es habe natürlich geringfügige Verspätungen gegeben, hieß es aus den Flughafenkreisen. Die Störer sind festgenommen worden und man hatte sich ja da auch selber gefeiert auf irgendwelchen Twitter-Accounts, was ich sehr merkwürdig finde. Auch der BER war Ziel, auch da ist es relativ schnell Tabula Rasa gemacht worden. Ende November hat man das ja auch schon, man ist ja von der Zufahrt auf die Straße gekommen. Aber eine Sache muss man doch mal ehrlich besprechen, Freunde der gepflegten Klebekunst. Gut, ihr bekommt Aufmerksamkeit. Ihr habt eure 5 Minuten Fame, auch bei mir. Ihr werdet hier erwähnt. Ganz toll. Aber nützt es in der Sache, nützt es eigentlich nicht. Warum? Flugzeuge müssen mehr Kerosin mitnehmen. Jetzt sagt ihr, warum? Weil so etwas jetzt eingeplant wird, dass irgendwelche Nasen sich auf der Landebahn festkleben. Dann muss man diverten. So, heißt also, man hat mehr Sprit mit dabei, heißt, man verfeuert mehr Sprit, weil man mehr Gewicht hat. Böse Falle. Dann die Flugzeuge müssen Warteschleifen fliegen, müssen woanders hinfliegen, müssen wieder repositioned werden. Heißt also auch wieder mehr. Und da muss man doch ehrlicherweise sagen, denkt mal ein bisschen nach. Vom Klimaschutz her bringt das nicht so viel. Es ist auch kontraproduktiv. Und wenn man sich das nächste Thema anguckt, es ist auch noch gefährlich. Stellt euch mal vor, da passiert irgendwas. Ich meine, auf dem Flughafen fahren ja nicht so viele Krankenwagen oder Rettungswagen, da ist ja Gott sei Dank Platz. Aber wenn ein Flugzeug landet oder ihr rennt da über die Bahn oder irgendeinen Quatsch da macht, alles sehr, sehr schwierig. Also ich denke, da solltet ihr von Abstand nehmen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Schreibt unten in den Kommentaren. Ich freue mich auf eure Sicht der Dinge, solange es höflich bleibt. Wir haben es heute auch schon in dem Kanalmitgliederchat auf WhatsApp besprochen. Brussels. Brussels darf weiter mit den 320neos ausbauen. Und die Schwester in Wien hat das Nachsehen.
Denn Brassels bekommt 5 320 Neo und ja, die Austrian muss mit ihren 4 auskommen, die sie hat. Es war ja im September ein historischer Tag, wenn man es so sagen darf. Es war ein Tag, der in die Geschichte der Auer eingegangen ist, denn das ist das erste Mal seit 16 Jahren, dass die ein neues Flugzeug bekommen haben, was noch wie Neuflugzeug riecht. Das Flugzeug mit dem Kennzeichen OE Lima Zulu November, also Oscar Echo Lima Zulu November, muss ich ja schon sagen, ist natürlich in Europa unterwegs und man hat ja auch ein anderes Flugzeug eingeflottet. Ihr erinnert euch, es war ja eher weiß rausgekommen, hat man dann auch umgelackiert auf Auer, was wunderbar geklappt hat. Und man möchte bis nächsten Frühjahr noch 2 weitere Flugzeuge, also insgesamt 4 in der Flotte, begrüßen. Die belgische Schwester erneuert natürlich auch ihre Flotte mit dem A320neo. Sie hat ja auch schon 3 Exemplare davon bekommen und man hält nun 2 weitere Neo. Also das heißt, die haben da aufgestockt. Beide Fluggesellschaften sind, wenn man sie sich anschaut, von der Situation her ähnlich aufgestellt oder ähnlich disponiert. Aber man muss ehrlicherweise sagen, bei der Austrian ändert sich nichts. Die sind natürlich wesentlich größer als die Brussels und die Flugzeuge haben ein ähnliches Alter, also wenn man sich das anguckt auch. Aber die Fluggesellschaften schreiben rote Zahlen und deshalb kann man halt nicht so viel von der Lufthansa-Bestellung abgezweigt bekommen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, die Lufthansa braucht im Moment die Flugzeuge ja auch nicht. Also da bin ich mal mit der Planung gespannt. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das richtig, dass Brussels bevorzugt wird? Oder sagt ihr, nee, das ist unfair, die Austrian darf man nicht links oder rechts liegen lassen. Die müssen auch ihre Flugzeuge bekommen. Wer auch seine Flugzeuge bekommen will, sind die, die die XLR, und zwar die 321 XLR, bestellt haben. Aber wir haben ja von Boeing, der Snitch, sage ich jetzt einfach mal, so einen Hinweis bekommen, damals, die gesagt haben, Actually, guck dir mal bei Airbus das an, der Rear Center Tank ist jetzt nicht so ganz in Ordnung. Naja, das ist jetzt die Wettbewerbersituation. Und natürlich ist dieser Rear Center Tank eine Art Zentrum, um das sich natürlich alles bildet. Warum? Ganz einfach, weil dieser Tank mit 12.900 Litern Fassungsvermögen dafür sorgt, dass die XLR eine XLR auch ist, Extended Long Range. Und der Kraftstofftank. Der Kraftstofftank, der wird ja quasi in die Hülle so eingebaut, dass das gar nicht rausgenommen werden kann. Es gibt ja Modelle, wo du einfach das reinschiebst wie diese Container und dann hast du Sprit, aber bei dem ist es festgebaut. Das heißt also, die Decke von dem Tank ist unter unseren Füßen direkt. Airbus hat da natürlich eine kleine Isolationsschicht, ganz, ganz dünne, eingeplant. Warum? Damit die Füße nicht kalt werden, wenn der Sprit kalt ist. Das ist der Grund. Aber dann geht es weiter. An der Außenhaut ist auch nochmal Tank. Und das heißt, die Wände sind Teil der Flugzeugstruktur, aber auch des Tanks. Das ist das Thema. Ist platzsparend, natürlich gibt auch mehr Möglichkeiten, mehr Sprit einzubauen. Und das war, wie ich ja sagte, Boeing aufgefallen. Und die haben dann der FAA mitgeteilt, ich weiß da was, ich habe da Bedenken. Und natürlich kann man jetzt sagen, das ist in einem Zulassungsverfahren problematisch. Ja, das ist es. Das ist auch so wie jemand, der in der Klasse ist, der immer sagt, Herr Lehrer, ich weiß was. Aber vielleicht ist an der Sache mal ehrlicherweise etwas dran, muss ich so sagen. Weil wenn wir uns überlegen, was da mit dem Flugzeug mit der 320 passiert ist, die da leider verunfallt ist, wenn der Tank da gewesen wäre und der wäre nicht richtig isoliert, na, schwierig, wie das dann da gefackelt wäre. Aber es gibt halt in diesen Regeln zur Zulassung einer Maschine von der FAA keine Regeln, die dieses irgendwie umfassen, weil die haben das nicht, und da ist mir auch was wieder hingefallen, die haben das nicht vorhergesehen. Kannst ja auch nicht ausdenken, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt keine Ironie. Also es ist natürlich, dass die irgendwann auf Ideen kommen, die man vor 50 oder gefühlten 100 Jahren nie hatte, dass das funktioniert. Und deshalb möchte die Behörde jetzt diese Gesetzeslücke mit einer Special Condition schließen.
Und das ist eine besondere Zulassungsauflage. Diese besondere Zulassungsauflage ist, dass die untere Hälfte des Flugzeugrumpfs, die sich über den Längsflächen des Tanks erstreckt, feuersicher ist. Natürlich, nach dem Unfall erst recht. Also da gibt es von mir keine zwei Meinungen. Dann muss man natürlich auch sagen, dass oben die zwischen Tank und Passagierkabine natürlich auch diese dünne Isolage, wie das so schön heißt, Isolierschicht, die vorgesehen ist, die muss auch etwas verdickert werden, um Anführungsstrichen. Verdickert ist ein geiles Wort, oder? Auf jeden Fall muss die dicker gemacht werden und macht natürlich dann Probleme beim Gewicht. Ist unangenehm, weil die 321 XLR schon ihre Zeiten ins zweite Quartal 2024 gelegt hat, wo sie ausgeliefert wird. Und wir können jetzt drüber nachdenken, ob das jetzt alles richtig ist, dass man Boeing so viel Macht gibt. Aber am Ende des Tages ist es wirklich die Sicherheit. Ich weiß nicht, was eure Meinung ist. Kommentiert unten. Kleine Anregung nach Seattle oder muss ich jetzt schon sagen Washington, weil das Headquarter ist ja irgendwie über Chicago da nach Washington jetzt gegangen. Was ist mit der 737 und mit diesem komischen ICAS und so weiter? Ihr wisst das. Also schwierige Sache, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ne? Wer im Glashaus sitzt und so als Stichwort. Jetzt geht es weiter in England oder auch nicht weiter in England, denn die Grenzschützer an der UK Border wollen über Weihnachten streiken. Und zwar 1000 Beschäftigte wollen streiken. Die sind für die Passkontrolle zuständig. Und wir alle wissen, wir müssen alle durch die Passkontrolle, weil, ist halt doof. Wer nach England will, kann sich mit der Union, die heißt ja Public and Commercial Services Union, PCS, auseinandersetzen. Die wollen, und jetzt festhalten, vom 23. bis zum 31. Dezember streiken. Krass. Wie soll das funktionieren? Und wenn man jetzt überlegt, das ist ja jetzt kein Problem. Doch, das ist ein Problem, weil es ja nicht nur London Heathrow ist, sondern das sind ja zu allem Flughäfen wie Birmingham und so weiter. Also das heißt, es wird da viele Probleme geben, auch in den englischen Häfen, New Haven und so weiter, soll gestreikt werden. Also da hast du halt echte Probleme in England, wenn du einreisen willst. Wer von euch wollte zwischen den Jahren nach England? Könnt ihr vielleicht knicken. Dann haben wir Hilton. Ich wurde von einem Kollegen gefragt, einem Concierge-Kunden, hey, haben wir eine Hilton-Promotion? Nee, die ist gerade abgelaufen. Das war vor 2 Wochen. Jetzt gibt es wieder eine neue Promotion. Und diese Promotion ist nicht nur mit einem 100% Punkte-Sale bis zum 31.12.2022, sondern auch mit einer Verdoppelung der Punkte, die man kaufen darf. Normalerweise sind ja die Punkte, die man kaufen darf, bei Hilton auf 80.000 gedeckelt. Bei diesen 80.000 Deckelungen hat man die jetzt verdoppelt auf 160.000 und diese 160.000 werden nochmal verdoppelt auf 320.000. Heißt also, dass man maximal 160.000 plus 160.000, 320.000 Meilen kaufen kann oder Hilton Honors Punkte für 1.600 US-Dollar. Ja, mein Konto ist in den USA. So. Und damit hat man dann halt einen halben Dollar Cent als Preis. Ich finde den Preis gut, aber man sollte halt wirklich hier auch darauf achten, dass man einen Use Case hat, wie immer. Der Kollege möchte, glaube ich, war es Malediven oder wo wollte er hin? Ich könnte jetzt gleich nochmal nachgucken, das mache ich auch sofort. Und zwar wollte er, war Bali. Er wollte Bali machen. Und übrigens Grüße an alle, die in Bali sind. Hassan, da weiß ich, glaube Frank ist auch in oder auf Bali und sogar im Konrad, wenn ich das richtig gesehen habe. Also Grüße an dieser Stelle und schaut im Award-Kalender nach, wenn die Meilenwerte gesucht werden, dass ihr seht, ob es sich lohnt, ob der Preis, die ihr für die Meilenzeit niedriger ist, als der Preis, den ihr bezahlen würdet, wenn ihr mit Cash bezahlt. Da also nochmal ganz klar schauen. Dann haben wir einen Diesel und Deal, heute ein Deal. Ich weiß nicht, soll ich mich dafür schämen? Nein, ich schäme mich nicht, weil Panama ist ein Ziel, was sehr teuer ist. Ich habe viele Kunden bei uns im Konzertbereich, die nach Panama fliegen, weil sie dort Firmen haben oder aber auch dort erleben. Mit 1.360 Euro von Frankreich aus, also zum Beispiel von Charles de Gaulle über Frankfurt, geht übrigens auch über München, aber dann hat man Zwischenlandung, geht es dann nach Panama City und Punta Cana
kann man als Zwischenstopp buchen, weil der kostet nur 75 Euro zusätzlich. Und ihr wisst ja, Punta Cana könnt ihr mit dem Flieger auf zwei Wegen erreichen. Einmal aus Frankfurt, einmal aus München. Also da ganz einfach schauen, ob das für euch interessant ist. Dann haben wir natürlich für euch noch Informationen in Bezug auf die Streckenlänge. Die Streckenlänge, ich habe das Bild ja eben mit der Karte eingeblendet, in dem wunderschönen Blue Marble. Da ist es 425 Meilen von Charles de Gaulle nach München, dann von Frankfurt nach Panama sind es nochmal 5652. Das heißt also, ihr seht, da seid ihr sehr, sehr lange unterwegs. Es sind über 12.000 Meilen, die ihr erfliegen könnt im Flugzeug. Und jetzt könnt ihr nochmal schauen, wenn ich auf Where to Credit gucke und Eurowings eingebe, seht ihr das Ergebnis? 0, 0, 0. Ich habe jetzt einfach mal Lufthansa eingegeben, aber ganz wichtig beachten, die sind keine Starlines. Da gibt es also nicht das, was jetzt da ist. Aber bei Miles & More sollte es 12.798 Meilen geben. United macht ja bei dem Spaß auch mit. Das sind 11.856 und damit ist die Nullergrenze nicht ganz so schlimm. Ja, die Sendung heute fast auch wieder 20 Minuten, naja gut, 15 Minuten. Ich muss ja auch den Vorspann abziehen. Also insofern danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich mache jetzt schnell die Biege und bin einfach mal weg zu meinem Weihnachtsessen. Also, bis dann. Ciao.